Now you have to swing it. In dem Film Jazzfieber geht es um den Jazz in Deutschland. In Form eines Roadmovies begleiten wir 5 talentierte junge Jazzmusikerinnen und Musiker, die durchs Land touren und sich mit der Geschichte des Jazz in unserem Land beschäftigen. Und ausgehend von diesem Tourbus tauchen wir immer wieder schlaglichtartig in die Geschichte ein. Deutschen Jazz aus der Zeit verbinde ich jetzt schon nicht so gut gespielte, hippe Sachen. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir versuchen, in 90 Minuten die gesamte Geschichte des deutschen Jazz reinzupacken. Das funktioniert nicht. Der Jazz ist die Musik der Jugend. Irgendwann kam dann eben diese Idee, die Geschichte des deutschen Jazz zu beleuchten, weil nach einem Telefonat im Jahre 2008 mir der Leiter des Jazz-Institutes in Darmstadt, der Wolfram Knauer, bescheinigte, dass es bis dato keinen Film gibt, der die Geschichte des deutschen Jazz umfassend beleuchtet. Damals war noch Jatz, naja. Und diese Geschichte des deutschen Jazz ist so besonders, gerade mit Blick auf das Dritte Reich, auf der einen Seite so die marschierenden Soldaten und auf der anderen Seite dieser freiheitsliebende Geist des Jazz. Wenn du amerikanische Titel gespielt hast, warst du weg. Und da dachte ich mir, das kann nicht sein. Den Film musst du tun. All dieweil eben die damals noch lebenden Protagonisten immer die jüngsten waren. Paul Kohn, Max Kreger, Hugo Strasser, Coco Schumann, Jazzpapst der DDR, Karl-Heinz Drechsel, Peter Thomas, Filmmusik. Und die leben alle nimmer. Wir konnten sie damals noch konservieren. 2012 haben wir angefangen und da bin ich eigentlich sehr glücklich drüber, dass wir die Menschen noch eingefangen haben. Jazz war in der deutschen bürgerlichen Gesellschaft relativ verpönt. Und deswegen haben sie verächtlich auf uns runtergeschaut, was ist Jazz? Die Idee zu dem Film entstand, das war im Jahre 2008, 2009. Und wir haben mit dem Dreh begonnen 2012. Und wir haben begleitet die Swing-Legenden Max Kreger, Hugo Strasser und Paul Kohn zusammen mit der SWR Big Band. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Südwestrundfunk Stuttgart präsentiert exklusiv Swing-Legenden mit Max Kreger, Hugo Strasser und Paul Kohn sowie der SWR Big Band. Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war, dieses Projekt überhaupt durchzuziehen. Also der Andreas Heinrich ist eingestiegen 2013. Ohne ihn hätte es den Film nicht gegeben. Ich hätte das alleine nicht durchgestanden, weil ich eigentlich kein Produzent bin. Mein Freund Reinhard Kungel hat mich im Jahr 2013 in Kenntnis gesetzt, was er da macht. Und es bedurfte keiner großen Überzeugungsarbeit, denn als er mir gesagt hat, was er schon vorbereitend gemacht hat und worum es geht, um Musik und um Jazz, habe ich gesagt, mach mal. Es gibt nichts Schöneres, als Musik zu machen. Der Billy Wilder hat mal gesagt, Film ist nichts anderes als ein Stück Leben, aus dem man sinngemäß so alle langweiligen Stellen rausgeschnitten hat. Das haben wir jetzt versucht umzusetzen und was rausgekommen ist, war der erste Rohschnitt, der hatte 4 Stunden. Und wenn man länger Filme macht, dann weiß man, dass der größte Fehler darin besteht, einen langen Film einzudampfen und dann wird er zu kleingliedrig. Das funktioniert nicht. Also uns war klar, wir müssen Teile rausschmeißen und es war natürlich schwierig, das einzudampfen auf 90 Minuten. Die Amerikaner marschierten ein und zu meiner Überraschung probten im Dorfgasthof ein paar Musikanten und spielten eine Musik, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Es ist mein Director's Cut, auf jeden Fall. Also wir stehen beide dahinter, auch der Thomas Holzhäuser, ein exzellenter Cutter, der den Rohschnitt übernommen hat. Ich behaupte mal, ein halbes Jahr habe ich an dem Rohschnitt gearbeitet und der Thomas Holzhäuser hat diesen Rohschnitt übernommen. Und hat dann nochmal seine eigene Note reingebracht und wir stehen alle dahinter. Also das ist gar keine Frage, das ist der Director's Cut. Yeah, that's what the swing is. Es ist also ein Orgasmus in Musik. Also ich schließe mich gerne den Worten von Reinhard auch an und wir bedanken uns wirklich sehr bei Harald Lettfuß, beim SWR, bei der SWR Big Band, bei der Filmförderung MFG bis hin zu Arsenal Filmverleih, die mit jetzt 40 Kopien für einen Dokumentarfilm am Start sind. Das ist also äußerst außergewöhnlich und so hoffentlich dazu beitragen, dass der Sinn des Films erreicht wird. Und der ist tatsächlich, dass viele Menschen ihn sehen. What is jazz? What is jazz? Ja, und hallo.